Okay, und was sagst du zu dem Gucci-Gürtel? Ja, jedem das seine, ne? Also Gucci ist natürlich eine weit verbreitete Marke. Für mich ist jetzt die Message, ich habe heute eine Uhr rausgeholt, die ich sonst nie trage, auch nicht bei Videodrehs oder ähnlichem. Jo Leute, was geht ab? Ich bin's Leon, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind hier heute in Amsterdam. Zacka, zack, warum ein bisschen? Wir sind hier in Amsterdam und drehen heute nach langer Zeit mal wieder ein, wie viel ist dein Outfit wert? Und wir haben auch einen Special Guest dabei, habt ihr wahrscheinlich schon im Titel gesehen. Und dann würde ich sagen, Leute, viel Spaß mit dem Video. Bis gleich. So Leute, heute sind wir in Amsterdam und drehen eine Special-Version mit Kolja Goldstein. Was geht ab, Kolja? Ja, grüß dich. Ja, schön, dass ihr gekommen seid, ne? Ja, danke auf jeden Fall für die Einladung. Ich war noch nie in Amsterdam. Ja, erstes Mal? Ja, erstes Mal so ziemlich. Ist ganz schön verrückt hier mit den Fahrrädern, ne? Ja, es sind überall, man muss aufpassen. Da muss man, die fahren auch wie die Verrückten. Ja, die also wenn du nicht guckst, die überfahren dich. In den Niederlanden ist es so, dass auch wenn da ein Unfall ist, die haben immer recht. Also ja? Das ist eine ganz schlimme Sache. Das bringt nichts. Ja, okay. Kolja, sprecht man das Kolja aus oder Kolja? Oder? Kolja, ja. Kolja, okay. Okay, Kolja, was geht so ab bei dir in Amsterdam? Was geht heute so bei dir? Okay, heute bin ich hier wach geworden, dann bin ich ins Red Light gekommen, habe hier einen Kaffee getrunken bei uns, Kaffee Corso, kann ich nur jedem wärmstens empfehlen, um mal vorbeizuschauen. Dann gehe ich ins Studio mit einem Rapper aus Deutschland und dann heute Abend bin ich zum Essen eingeladen. Ja, ganz normal. Ganz normal, ja, ganz normal, okay. Tag eigentlich. Okay, nice. Okay, Kolja, ja. Du weißt ja, bei mir geht es um Outfits, ja. Ne? Und ich bin heute hergekommen, um dein Outfit abzuchecken. Ja, ja, ja. Bin gespannt, was du hast, auf welchen Wert wir kommen. Ja. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit den Schuhen. Was haben wir da? Okay, das sind Lavans Sneaker. Ja, die habe ich in allerlei Farben. Die, in Paris gibt es eine Boutique. Da gehe ich regelmäßig hin. Die kosten zwischen 300 und 400 Euro. Okay, Lavans ist eine französische Marke. Die gibt es hier nicht, oder? Es gibt also kein Flagship-Store von der Brand, aber es gibt auf jeden Fall so Retailer, die das dann auch mitunter verkaufen. Okay. Aber wenn man echt die Auswahl will, die Farbauswahl und die Größen und so, dann muss man schon in Paris einkehren. Oder halt online, ich bin jetzt nicht so ein Online-Fan. Okay. Ja. Und warum nicht online? Weil man da nicht mit Bargeld bezahlen kann. Das ist absolut richtig. Okay. Hast du alles richtig erraten. Okay, nice. Und sind die bequem, die Schuhe? Sehr bequem und ich finde, das hat auch immer so einen gewissen Stil, ja? Also man kann die immer gut kombinieren, sieht immer ein bisschen edel aus. Edel und ich finde, die sehen auch sportlich aus, ja, beides. Richtig, kombinieren, perfekt. Ja. Okay, nice. Gut, dann was haben wir für eine Hose? Hose haben wir von Jacob Cohen. Zeig mal ein bisschen in die Kamera. Mit dem Jacob Cohen, ja. Bin ich ein sehr großer Fan. Habe ich auch einige zu Hause rumliegen, finde die Passform ganz gut. Ja, Preis ist zwischen 300 und 400 Euro. Ich weiß es immer nicht, weil ich gehe immer in den Laden und kaufe mir 4, 5 oder so. Also weil ich gehe nicht so oft einkaufen, aber wenn, dann kaufe ich gleich mehr. Ja. Und dann probiere ich eine an und dann den gleichen Fit. Vielleicht dann pack mal ein paar Farben ein und dann weiß ich den einzelnen Preis immer nicht. Aber ich schätze so zwischen 300, 400, 450 Euro sowas. Ja. Okay, nice. Auch eine Marke, die ich nicht kenne. Ja, ja. Gut, was haben wir für Gürtel? Gürtel haben wir tatsächlich keinen. Kein Gürtel? Nee, kein Gürtel. Brauchst du keinen Gürtel? Meistens nicht, weil ich die Sachen dann doch schon sehr passend kaufe. Aber wenn ich einen Gürtel habe, habe ich auch einen von Hermes, einen recht unauffälligen, also mit dem kleinen Haar. Ja. Aber den ziehe ich eigentlich echt nur an, wenn ich hier eine Anzughose trage oder sonst eigentlich nicht. Okay, und was sagst du zu dem Gucci-Gürtel? Ja, jedem das seine, ne? Also Gucci ist natürlich eine weit verbreitete Marke. Für mich ist jetzt die Message noch nicht so von Gucci bei mir nicht angekommen. Ist halt sehr auffällig. Ja, für mich, ich kann das nicht tragen, weil da sehe ich aus wie eine Pfeife. Ich habe mir mal so einen Gucci-Mantel geholt, der ist auch in einem Video zu sehen. Ja. Vor allem mit so Gucci-Emblemen, den habe ich auch weggegeben. Hast du einen Kleider? Nee, habe ich im Werner Frankfurt Ach so, okay. Geschenkt, weil ich habe den nur einmal getragen. Ja. Und der war hier und ich weiß, dass der Gucci-Fall, habe ich gesagt, hier, der ist für dich. Ja, okay. Okay, dann Pullover, was haben wir da? Pullover ist von einem Atelier, die machen nur Kleider auf Maß, hier in Amsterdam, Munro, im Süden. Und ist auf Maß gemacht, also der ist aus Merano-Wolle, da kann man sich alles aussuchen, Kaschmir, Merano, was du möchtest, schwere Stoffe, leichte Farben. Ja, und den habe ich da machen lassen und ich bin halt so auf Maß bei den Oberteilen. Ja. Maßgeschneidert, das Oberteil Rollkragenpullover. Rollkragenpullover, ne? Turtleneck. Was haben wir dafür? Ja, Preise würde ich jetzt sagen auch 400 Euro. 400 ich glaube, aber es kommt immer drauf an, was. Ich weiß jetzt nicht, was das ist, weil ich habe zum Beispiel zwei, drei schwarze und dann habe ich einen ein bisschen dicker. Ich
glaube 400 Euro. Ungefähr. Ja. Bei maßgeschneidert kommt das hin. Ja. Dann die Jacke, die haben wir auch bei dir in den Videos gesehen. Ja, ich wurde auch oft angeschrieben. Ich dachte, dass das Brioni ist, aber ich habe jetzt die heute rausgeholt. Das ist von Yves Salomon. Ja. Habe ich in Paris geholt. Gibt es auch eine Boutique auf der Avenue Montaigne. Kostet 4.000 Euro. 4.000, ja. Und ich habe, in Paris kann man nur, oder in Frankreich kann man nur bis 3.000 Euro bar bezahlen. Belgien auch zum Beispiel. Und dann habe ich mit denen diskutiert, habe gesagt, ja, ich habe, und dann haben die mir nochmal 10% Discount gegeben. Glücklicherweise, ja. Okay. Ja, ja. Konntest du noch ein bisschen handeln? Bisschen, ja. Mache ich auch manchmal. Das ist eine Lederjacke, die auch noch gefüttert ist. Richtig, da ist hier so ein bisschen weiß drin, aber ja, ist... Aber für den Winter kannst du ihn nicht tragen, oder? Ich glaube nicht. Also jetzt ist auch so ein bisschen kalt, also es ist jetzt hier an der Grenze. Extra komme ich mit Winterjacke von Gucci. Okay, gut. Dann, was haben wir noch? Deine Tasche. Habe ich auch noch nie gesehen. Was haben wir da? Ja, es ist eine Hermes-Bag. Die heißt Evelyn, das Modell. Also kann man hier auch sehen. Ist eine Spezialedition mit diesem Band und so, da gibt es dann nur so und so viele. Meistens die Taschen bei MS von also Display Only. Das heißt, man kann die nur anschauen, man kann in der Boutique eigentlich nicht wirklich kaufen. Ich kenne jemanden und bin da eigentlich, also frequentiere die Läden recht oft und bin eigentlich gern gesehener Kunde ab da. Okay. Ja, gut oder gern gesehene Kunden, die kriegen ja auch immer extra. Richtig, ich habe dann Uhren auch oder Taschen. Ne? Richtig, wo jemandem schreibt, sagt, ey, ich suche das und so. Und die sehen dann, dass wir da viel Geld ausgeben mit meiner Family. Und dann sagen die, okay, wir haben da was. Preis ist, soweit ich mich erinnern kann, im Laden 2700 Euro. Aber das ist auch so, man die kauft, dass die gleich ein bisschen mehr wert ist. Also ich würde sagen, die ist so wert, so 3.000 Euro. 3.000, ja. Okay. Und was hast du als Mann so in der Tasche drin? Ich habe mehrere Mobiltelefone. Mehrere Mobiltelefone. Okay, ja. Autoschlüssel, bisschen Bargeld, Magensäure-Tabletten. Also schon einiges. Ja, einiges. Also das mehrere Mobilfunktelefone rechtfertigt ja schon eine Tasche. Das ist richtig. Ja, okay. Ja. Und wie oft werden diese Telefone benutzt? Wahrscheinlich 2-3 Anrufe, dann landen die im Müll, ne? Nee, das nicht. Die Zeiten sind vorbei, ja, das mache ich selber nicht mehr. Aber ja, ich habe natürlich ein Mobilfunkgerät, das ich ausschließlich für Social Media benutze, für Instagram. Okay. Ja, dann habe ich eins privat, dann habe ich eins für die Jungs. Und ich versuche das möglichst gering zu halten, weil es natürlich viel Zeit in Beschlag nimmt, die ganze Zeit da am Telefon zu sitzen. Das heißt, ich bin auch nicht so aktiv, ehrlich gesagt. Okay. Ja. Okay. Okay, gut. Hast du Schmuck? Eine Kette Schmuck, oder so? Schmuck habe ich an. Das ist von Fred. Das habe ich geschenkt bekommen zu meinem, ich glaube, zu Weihnachten von meiner Frau. Ist Weißgold. Preis weiß ich nicht. Müssen wir nachschauen. Gucke ich nach, rechne ich dazu, was es kostet. Ja, muss aufpassen. Gibt es auch in XL. Und das ist da soweit. Das ist dann teurer. Das ist L. Also das ist die kleine, kleine Schließe. Muss dann gut nachgucken. Ja, check ich mal ab. Okay, dann eine Uhr sehe ich auch noch bei dir. Was haben wir da? Ich habe heute eine Uhr rausgeholt, die ich sonst nie trage. Auch nicht bei Videodrehs oder ähnlichem. Das ist so für mich so ein Heavy Hitter. Also, mit deutscher LC, was für mich ganz wichtig ist, LC 100 ist eine Rolex Day-Date 2 und wie man halt als Kenner sehen kann, glatte Lünette und babyblaues Ziffernblatt, das ist also eine Platin Day-Date, auch ein sehr schönes Ziffernblatt, dieses hellblaue. Ja. Die Frage ist, wo hast du die her und was hast du bezahlt für die? Die habe ich gekauft bei einem Freund von mir, der ist kein offizieller Juwelier, der handelt so mit Uhren bei uns, wo man auch bar bezahlen kann. Die Uhr wird im Moment gehandelt, 75.000 Euro. Ich habe gestern nachgeschaut, weil wir uns treffen. Man kann die auch schon online finden für 70.000, aber in dem Zustand mit... Papiere und neu. Ja, und also die ist ungetragen, ja. Also ich habe die nie an. Okay. Also 75.000 Euro. Ja, okay, das ist auf jeden Fall eine geile Uhr. Ja. Ich habe ja zwei Uhren, ne? Ja. Und ich habe heute meine Datejust in Blau an. Sehr schön. Sehr weil schön. Die Rosé... Mit der würde ich nicht nach Amsterdam kommen. Ja. Wenn du mit mir bist, dann passiert nichts. Nee, glaube ich auch nicht. Aber manchmal können die Sachen hier aus dem Ruder laufen. Jetzt ist es noch recht früh. Wir haben es jetzt vor zwei. Also die ganzen schlimmen Leute sind noch gar nicht so echt auf den Beinen. Aber natürlich am Wochenende treibt es hier auch viel Gesocks rum. Und da muss man echt aufpassen. Ja, ich
merke schon, also das hier ist auf jeden Fall eine Stadt, wo man auf jeden Fall aufpassen sollte. Ja. Vor allem hier, wo du mich hinbestellt hast, hier im Red Light District. Ja, ja. Wir sind jetzt hier 100 Meter abseits, weil sonst sehr viel Verkehr ist, ja, und Leute halt dann durchs Bild laufen und so weiter. Aber das ist so unser Natural Habitat. Also hier sind wir viel, hier haben wir viele gastronomische Betriebe, Leute von unserer Gruppe. Und ja, hier kehre ich regelmäßig ein, trinke meinen Kaffee. Ja. Okay, und wie kennen die Leute dich hier unter Collier oder? Ja, eigentlich nicht. Also ich bin in den Niederlanden nicht bekannt mit Musik. Also manchmal natürlich hält irgendjemand an und sagt, ey, wie geht's? Das sind dann meistens Deutsch-Touristen. Aber in den Niederlanden bin ich ganz normaler Typ. Und das ist auch, was mir Ruhe gibt. Und ich halte nichts von, also ich halte nicht viel von Menschenansammlungen, wenn mich jemand erkennt oder so. Für mich ist das nichts, was mir jetzt irgendwie gut gefällt. Weißt du, was ich meine? Also natürlich sage ich den Leuten gerne, hey, wie geht's? Foto, normal, gerne. Normal. Aber zu viel ist für mich hinderlich. Ja, ja, ich kenne das aus Deutschland, wenn man irgendwo im Restaurant ist, gucken die Leute einen die ganze Zeit an, weil die dich erkennen. Hier hast du das Problem nicht. Ich war tatsächlich letztes Jahr, glaube ich, nur einmal in Deutschland und da war ich eingeladen von Haftbefehl. Schöne Grüße an ihn auf seinem Konzert. Und du musst dir so vorstellen, dass ich ja diese ganze Musikgeschichte oder diese Dokumentation, wo ich auch einigermaßen Bekanntheit erlangt habe, dass ich das gar nicht hier mitbekommen habe. Ich bin dann nach Deutschland gegangen und ging einfach auf die Bühne mitten in der Show, weil ich zu spät gekommen bin. Und die Leute sind ausgeflippt, also wirklich ausgeflippt. Ja. Da war ich selber geschockt, dachte mir, hey, was geht ab? Ich bin ganz normal, also hier interessiert es keinen. Ja, okay, okay, nice. Ja, okay, ja. Und ja, dann outfit-technisch haben wir alles? Ja. Okay, Leute, Outfitpreis bin ich einmal hier ein. Stabiles Outfit, ja. Auch sehr interessantes Outfit, jetzt Marken, die ich vorher noch nicht gehört habe. Ja, ja, ja. Kolja, was geht bei dir jetzt musikalisch noch ab? Jeden Monat eine Videosingle. Ja. Jeden Monat kommt eine Single raus. Die schauen einfach, gute Songs zu releasen, vernünftige Videos dazu zu drehen. Einfach 100 Millionen Streams müssen am Ende des Jahres auf der Uhr stehen. Und ob das möglich ist, da glaube ich doch fest dran. Okay, aber da hast du dir viel vorgenommen. Ja, jeden Monat ein Musikvideo ist ja schon viel, weil so ein Musikvideo hat ja extrem viel Aufwand immer, ne? Für mich überhaupt nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich arbeite mit einem Team zusammen, Moonstar Media aus den Niederlanden. Das sind auch enge Freunde von mir und die sind sehr, sehr spontan, genau wie ich auch arbeite. Okay. Das heißt, viele Leute arbeiten 3-4 Songs vor, 3-4 Videos in der Pipeline. Ich habe gar nichts, also ich könnte dich jetzt nicht viel hören lassen, was ich habe. Aber ich rufe die an, ich sage, hör zu, ich bin sowieso viel unterwegs, ich bin in Brüssel oder ich bin in Paris, kommt mal kurz, dann fliegen die. Und dann zack, zack, dann filmen wir und zum Beispiel so Videos wie jetzt für Alexander, so, das ist spontan. Am nächsten Tag bin ich da, die sind da, wir drehen 3,5 Stunden und das Video ist fertig. Das ist zwei Tage später geschnitten, ich habe damit nichts mehr zu tun. Okay, das ist geil. Ja. Okay, aber ich muss sagen, mein Favorite Song von dir ist auch Alexander. Ja? Der hat reingeknallt. Der hat geknallt, ja. Okay. Musste man aber zweimal hören. Ja, ja, fand ich. Ja. Sagen viele. Aber ich bei mir war das wichtig, dass die Parts eben immer noch hart sind und ich wollte den Leuten einfach zeigen, hör zu, wenn ich will, dann mache ich auch einfach eine eingängige Hook, schreibe ich, die auch ins Ohr reingeht. Und ich habe natürlich, glaube ich, 800.000 Streams geholt in der ersten Woche. Ohne Playlist, ohne Label. Ja. Ich habe auch gesehen, wie es immer zack, 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 immer weiter nach oben gegangen ist. Ja. Ich bin sehr zufrieden und es geht weiter. Okay, nice. Ja. Okay, Kolja, dann würde ich sagen, haben wir alles. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Interview. Vielen Dank gerne. Für die Einladung. Gerne. Möchtest du noch irgendwas in die Kamera sagen, jemanden grüßen? Ich grüße euch alle, ich hoffe, euch geht's gut. Genießt den Tag und kommt nach Amsterdam, wenn euch langweilig ist. Sagt Bescheid, Kaffee Corso. So Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen. Schreibt auch gerne in die Kommentare rein, wie ihr dieses Video fandet und wen ihr auch gerne in meinen Videos sehen möchtet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Peace.